Autohive heute mit dem Dodge Ram oder nur Ram 1500. Laramie Sport ist die Ausstattungslinie, ein V8 unter der Haube. Und ich denke, es gibt zwei Positionen, die man haben kann zu dem Auto. Die eine ist, dass der letzte Dreck 15,6 Liter verbraucht der Benzin, ne, auf 100 Kilometern als WLTP-Wert. Da bist du wahrscheinlich locker drüber, Kollege. Und das Fahrzeug ist mit ausgeklappten Spiegeln 2,47 Meter breit. Das passt einfach nicht auf deutsche Straßen aus. Wenn du diese Position teilst, schön, dass du mal eingeschaltet hast, kannst du eigentlich wieder gehen. Alle anderen, ihr könnt dranbleiben, denn wir bei Autohive, wir lieben einfach alle Autos. Ne? Wir sind da völlig vorbehaltslos. Also ja, klar, ein paar Autos fühlen wir nicht ganz so geil wie andere, aber wir mögen halt auch Amerikaner. Man denke nur, dieses Rot, an was erinnert uns denn dieses Fahrzeug generell hier? Ne? So ein bisschen an meinen Chevy, wobei mein Chevy ein Kleinwagen fast ist gegen den Ram. Das ist schon ein sehr feines Automobil aus Amerika, und da macht es auch wirklich Sinn. Hier in Deutschland muss man schon sagen, mach dir klar, du fährst keinen Pickup hier im deutschen Sinne, du fährst einen Truck, einen LKW im Prinzip, einen kleinen LKW, oder wie ich sagen würde, das ist halt Sprinterklasse. Also wenn du sagst, Mensch, interessiert mich, finde ich ganz geil, mit dem Sprinter lang und hoch, zumindest Langversion, denkst du ja auch nicht darüber nach, ob du bei Aldi einen Parkplatz findest oder bei Lidl, ne? Oder Kaufland oder was auch immer, was wir mal alles nennen hier. Werd ja nicht bezahlt dafür. Da weißt du auch, ich muss halt woanders parken oder vorne an der Straße, und das muss dir bei dem Fahrzeug halt auch klar sein, dass du nicht in die Standardparklücken reinkommst. Wenn du in Frankfurt oder Hannover oder München oder sonst wo an Flughafen fährst, muss dir auch klar sein, da kommst du nicht mal eben so ins Parkhaus rein. Ne? Das ist schon ein ziemliches Geächtze, und in der Regel solltest du wissen, vorher vielleicht die Parkhäuser mal sondieren, ob du hier mit dem Radstand auch um die Kurven kommst. Ja, und sonst ist es ja erstmal relativ einfach gehalten. Laramie Sport, ne? Das ist ja schon das Perverse, aber das kennt man ja auch aus Deutschland. Das ist ein Pickup mit sportlicher Ausrüstung, also sportlichem Trim. Im Prinzip ist es nur die Optik, die hier sportlich ist. Unter anderem hier unten den Spoiler, den sie haben, der dann auch mal eben die Bodenfreiheit kastriert, muss man gar nicht so haben unbedingt, ne? So, und jetzt hier für die Genießer, man sieht aber gar nicht so viel, 5,7 Liter Hubraum, 8 Zylinder in V-Form angeordnet. Das nennt man auch einen amerikanischen Motor. Und was ich halt jetzt wirklich witzig finde, ich habe gestern oder vorgestern noch über dem Chevy gelehnt, und der Bremskraftverstärker da hinten, diese Trommel, die sieht fast genauso aus wie bei meinem Auto. Ja, will ich nichts sagen. Batterie haben wir auch, ne? Und das ist halt das Ding. So, und jetzt, meine lieben Freunde, machen wir hier noch ein Spielchen, weil das alle mal so toll finden. Wir haben ja hier die Fernbedienung, ne? Die Fernbedienung zum Auto, um das zu entriegeln. Oder Doppelklick. Das geht gar nicht. Das ist ja interessant. Na gut, dann halt nicht. Dann Doppelklick. Und das ist ja das, was wir haben wollen, was wir auch hören wollen. Und entschuldigt mal mein Verhalten jetzt hier, aber ich würde fast sagen, dieser V8 hört sich durchaus kultiviert an, und es macht ein wenig Spaß, ihm zuzuhören, wäre da nicht dieser immense Benzinverbrauch. Ne? Nee, aber kann man durchaus machen. Jetzt ist das so, stellt euch mal vor, ich muss jetzt mal zwei Sachen haben, VW Amarok, ne, ein Pickup, ist ja bald nicht mehr im Programm, kann man jetzt nennen, wird ja eingestellt von VW oder Ford baut die jetzt, ne? Oder wie war denn das? Ford baut jetzt oder bietet die Basis für die Amarok, ist auch egal. Jedenfalls für VW Amarok wahrscheinlich zwei Drittel von diesem Fahrzeug. Und wenn du in Amarok einsteigst, vorne ist schon schön. Ne? Da kann man nicht meckern, wirklich Amarok vorne einsteigen, finde ich, ist sehr angenehm. Aber Amarok hinten einsteigen ist so ein bisschen wie, ich mag meine Schwiegermutter nicht. Und das ist jetzt hier schon mal Unterschied 1. Beim Ram hinten einzusteigen ist so ein bisschen Boss. Du kannst dich auch fahren lassen. Also hier hinten sitzen zu müssen oder zu dürfen, das muss man erstmal klären. Weil das ist schon, guck dir das mal an hier.
Was soll ich denn sagen? Es ist einfach geil. Und das Ding ist, wir haben hier 4 Einzelsitze und an jedem Einzelsitz findest du ein Isofix-Symbol. Das heißt, du kannst hier auch 3 Isofix-Sitze nebeneinander reinklemmen und dann weißt du, hier ist richtig Platz. 2,50 Meter Breite mit Außenspiegel halt. Eigentlich hier schon sitze, ne? Digga, was geht? Immer noch total geil. Willst du aber eigentlich gar nicht. Eigentlich soll da gar keiner sitzen, weil hier hast du ja deine bescheidene Armlehne, ne? Für die hintere Rücksitzbank, also für die hintere Sitzbank. Und da bist du ja eigentlich eher so ein bisschen, ich sag mal, ne? Ja, nicht so gut aufgehoben sonst, aber hier ist das wirklich feudal. Dazu 4-mal USB, einen richtigen Stromanschluss gibt es auch noch. Getränkehalter hier am Start. Natürlich haben wir auch elektrische Fensterheber, Griffe zum Einsteigen. Das Einzige, was mir fehlen würde zu meinem Glück, ist hier eine Leseleuchte. Aber hier kommen die Amis lesen halt nicht. Das ist halt so. Dann habe ich hier noch eine Kleinigkeit für euch. Alex, spring mal ran bitte. Der Bin, hier ist nochmal ein Ablagefach und das ist auch wasserfest tatsächlich. Da kann man schön immer ein bisschen Eis reinkippen und 1-2 Bier sich kalt stellen, wenn man nach dem Jagen quasi wieder ins Auto kommt, dass man dann noch was trinken kann. Also die nicht fahren, das ist ja auch hinten halt. Ne? Wow. Im Übrigen, diese Leiste hier, ne? Diese Einstiegsleiste, ich nutze die. Also ich nutze hier bei wenigen Autos, würde ich diesen Tritt nutzen. Hier nutze ich ihn schon. Man ist fast so ein bisschen enttäuscht, dass er nicht elektrisch ein- und ausfährt. Ne? Aber es ist halt die Sportversion und da ist das schon verdammt praktisch. Gut, fahrerseitig begeben wir uns gleich erst hin. Jetzt wollen wir uns noch mal die Ladefläche so ein bisschen angucken. Der Deckel natürlich nicht serienmäßig, ihr könnt verschiedene Aufbauarten wählen. Das ist die Ladefläche und auch die ist geil. Erstmal kannst du eine Tonne reinschmeißen an Gewicht, also das ganze Fahrzeug natürlich. Aber 2-Euro-Paletten passen hier drauf und rein. Und wenn du dir das so anguckst, viele kaufen sich ja einen großen Hänger, 2.000-3.000 Euro, ne? Und hängen den dann hinter ihr Auto, dann müssen sie auch nochmal aufrüsten, damit sie das alles mitkriegen. Das machst du hier einfach mit dem so nebenbei. Gut, zahlst halt 60.000 Euro für das ganze Auto, aber das ist schon schick. Und natürlich mega klasse, die Anhängerkupplung, damit darfst du dann die berüchtigten 3,5 Tonnen ziehen, wenn der Anhänger eine eigene Bremsanlage hat. Und das ist natürlich in der Verbindung dann schon echter Knaller, dieses Auto. Also du kannst schon ein bisschen ne? Einsteigen auch, vorne mal gucken, na klar, machen wir alles. Dafür sind wir ja da, bei Autoreif. Wir lieben Autos. Und zack, auch hier wieder nehme ich gern die Stufe und lass mich auf das Abteil fallen. Vielleicht kommst du noch mal ran, Alex, während ich mal den Motor hier starte kurz. Da, Prinz, wir haben hier eine LPG-Gasanlage mit an Bord. Unten in der Reserveradmulde ist das. Und das kannst du serienmäßig dir bei AEC bestellen auch so, ne? Also nicht serienmäßig bestellen, sondern das kannst du dir als Option bei AEC bestellen und sparst dann Geld. 5.000 Euro habe ich gelesen, soll es kosten. Und sie sagen, es amortisiert sich innerhalb von 30.000 Kilometern, so eine Gasanlage. Ja, und was ihr hier seht, ist dann wieder Gigantismus. Ne? Auch vorne 4 USB-Anschlüsse, hier so ein Schlitten, den ich hin und her schieben kann. Mit 1000 Sachen, auch da ist nochmal richtig Strom drin. Das Ganze sieht auch schon wieder so wasserfest aus. Du hast hier Platz ohne Ende in der Hütte. Das ist Wahnsinn. Ja, und jetzt seht ihr hier riesiges Display, gleich mal unterteilt, ne, damit man hier das auch entsprechend nutzen kann. Das ist natürlich dann schon FCA, da merkt man halt die Zugehörigkeit zum Konzern. Hinter dem Lenkrad haben wir noch Rundinstrumente tatsächlich, einen kleinen Bordcomputer dazwischen. Der Blick nach vorne durch die Lufthutze da oben natürlich auch nochmal sehr sportlich und lustig. Und hier dann der Gangwahlhebel und da seht ihr Four-Wheel-Drive-Auto. Ich kann aber auch mit Heckantrieb fahren und habe dann noch eine vernünftige Gelände- und Untersetzung hier auch noch mit dabei, dass wenn du mal auf der Baustelle bist, du auch aus dem Matsch wieder rausfahren kannst. Ja, und ich bin schon in Drive, schnalle mich jetzt mal an und nehme euch mal mit auf eine kleine Probefahrt. Was ganz interessant ist, das Fahrzeug hat ein Trockengewicht von 2,4 Tonnen. Der V8 bringt eine Leistung mit von 401 PS. Und somit haben wir ein Leistungsgewicht von 6 Kilogramm pro PS. Und ich sage ja immer, 5 Kilogramm ein sportliches Auto, 10 Kilogramm eine Familienkutsche. Der geht also durchaus als sportliches Auto durch, zumindest nach dem Leistungsgewicht. Kommen wir mal zum Stand. Das geht und Vollgas.
Oh, es macht immer wieder Spaß, wenn ich das öfters gemacht habe. Ne? Und zack, bist du bei 100. 7,8 Sekunden, er braucht nur 7,8 Sekunden, um hier das ganze Stahl und Metall in Wallung zu bringen, auf 100 km/h zu bringen. Die Höchstgeschwindigkeit, die erreicht man dann bei 179 km/h. Wir haben einen WLTP-Verbrauch von 15,6 Liter und NEFTS ist mit 14,9 Liter angegeben. Wir sind jetzt hier tiefenentspannt gefahren, 714 Kilometer und kommen auf einen Verbrauch von 14,2 Liter. Da würde ich sagen, Chapeau, das haben wir hervorragend gemacht. Ich glaube, den Ram, entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Viel dazwischen gibt es nicht. Ich mag das, zumindest das Auto zu fahren, weil man so ein bisschen LKW-Gefühl hat. Trotzdem so einen schönen Motor unter der Haube, der so butterweich schnurrt, genug Leistung hat, um dieses Fahrzeug auch entsprechend anzutreiben. Und ja, es macht einfach schon Spaß, weil es halt so ungewohnt ist. Ob ich ihn im Alltag bewegen wollen würde, ich glaube eher nein. Da wäre mir das Fahrzeug auf Dauer zu groß. Was mich nochmal interessiert hätte, aber das können wir bestimmt nächstes Jahr vielleicht mal nachholen, ist meinen neuen Hänger hier hinten dran zu hängen, um zu sehen, ob man da überhaupt was merkt, wenn man so eine Tonne als Anhänger hinten dran hängen hat. Aber sonst gibt es hier keine Klagen bei dem Auto. So. Schön ein bisschen V8 gefahren, so muss das sein, so macht das Spaß. Mir zumindest, ich mache das ja durchaus gerne. Hör auf zu bimmeln. Was kostet der Spaß? Das ist interessant. Ab 50.000 geht es quasi los und der Wagen, so wie wir ihn euch hier gezeigt haben, soll um die 60.000 Euro kosten. Da kann man schon mal den Rechenschieber rausholen und sich überlegen, Jahreslaufleistung, Benzinkosten, Versicherung, Steuer, Anhänger gespart, ihr wisst schon, was ich meine. Für Handwerker meine ich durchaus interessant und für alle anderen vielleicht lecker, aber nicht so empfehlenswert, ich weiß es nicht. Aber Alex träumt schon, ne? Das können wir schon mal festhalten. Gut, Kinder, ich weiß nicht, ob er euch gefällt, schreibt es uns unten in die Kommentare. Auch Hater-Kommentare nehmen wir immer gerne, es hilft ja für den Algorithmus. Ne? Bleibt gesund da draußen, ich verabschiede mich wie immer. Tschüss, bis dann, euer Jan.